Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute eine Review zu dem Film Host. Der ist mir von der Busch Media Group als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte im Vorfeld ziemlich viel Positives darüber erfahren und gelesen und war wirklich so gespannt, den Film dann auch mal selber zu sehen. Hab mir den natürlich dann auch so schnell wie es ging angeguckt. So, jetzt so ein bisschen was zur Story, ohne wirklich zu viel zu spoilern. Also der Film spielt während der Corona-Pandemie, während des Lockdowns, ja. Und da beschließen 6 Freunde über Zoom, also über eine Videokonferenz, über Zoom, dieses Programm, mit einem Medium eine Seance abzuhalten. So, einige von den Freunden, ja, die trinken Alkohol und keine Ahnung, finden das alles so lächerlich. Hauptsache, sie haben was zu tun, ne. Klar, wegen dem Lockdown und so, ist einem natürlich dann auch langweilig. Und die nehmen das Ganze überhaupt nicht für ernst, ne? Und wecken aber dadurch, dass sie da ihre Spielchen und sowas mitmachen, also in dieser Videokonferenz, ja, erwecken sie eine dämonische Präsenz, ja, und die beschert denen den absoluten, absoluten Höllentrip. Mehr möchte ich jetzt gar nicht zur Story sagen. Der Film dauert 57, 58 Minuten, ist wirklich ganz kurz und knapp. Das wäre zu viel Spoilerei, wenn ich jetzt zu viel noch zur Story zu sagen würde. Das ist halt so diese Grundstory und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Sonst braucht man den Film meiner Meinung nach auch gar nicht mehr zu gucken. Meine eigene Meinung dazu, ja. Ich fand, die haben also wirklich mit einem sehr geringen Budget haben die mit Host ja einen ziemlich atmosphärischen Horrorfilm geschaffen, der wirklich etliches an Jumpscares bietet, ja, die mich persönlich, muss ich jetzt sagen, wirklich zum Zusammenzucken gebracht haben, ja. Ich meine, Jumpscares sind auch nicht jedermanns Sache. Ich habe jetzt einige Reviews auch gesehen, wo die Leute sagten, nee, nur Jumpscares und mir hat's persönlich gepasst, ja. Ich fand's wirklich super. Ich war teilweise wirklich da und war wirklich geschockt und bin wirklich zusammengezuckt, ja. So, dazu muss ich sagen, der gesamte Film wird ja über verschiedene Handykameras, die auf sich selbst gerichtet, also auf die Protagonisten selber gerichtet sind, oder halt mit Laptop-Kameras, ja, wurde das halt gefilmt. Das hat mich so ein bisschen halt an Filme wie Paranormal Activity oder auch The Blair Witch Project erinnert. Aber aus meiner Sicht hat es dann Host trotzdem besser gemacht als diese. Vor allen Dingen, ich fand, war eindeutig auch an der kurzen Laufzeit. Die war wirklich kurz und knackig. Da war auch nicht viel, da waren nicht viel Verschnaufpausen bei irgendwie. Oder Längen, die der Film hatte. Ne? Der war dann wirklich kurz, aber dafür auch hat das wirklich in sich gehabt. Und hat einem, wie gesagt, keine Verschnaufpausen gegönnt. Ne? Also, das so meine Meinung dazu. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe dem Ganzen sogar 8 von 10 Punkten gegeben, weil er mich sowas von überzeugt hat. Da waren echt gute Schocker-Momente dabei, also Jumpscares vor allen Dingen. Und hat mich überzeugt, 8 von 10 Punkte von mir. Dann Extras sind welche dabei. Ist jetzt nicht ganz so viel, aber ich fand, ne, Quantität ist manchmal auch besser als zu viel. Und zwar ist da wirklich wie diese Schauspieler in Anführungsstrichen eine Seance auch abgehalten haben, bevor sie das Ganze gedreht haben. Mit einem echten Medium. Das ist mit in den Extras dabei. Das habe ich mir auch angeguckt. Das war sehr, sehr informativ und hat auch Bock gemacht. Und das Ganze sollte auch eigentlich ursprünglich so als Twitter-Gag irgendwie gelten, ja, von den Leuten, die da, das sind keine richtigen Schauspieler teilweise, das sind wirklich die dann über Twitter das so Leute mit veräppeln wollten, aber dann ist ein Film draus geworden, also wirklich, wirklich top gemacht, wie gesagt, geringes Budget und dafür so einen tollen Film zu machen, Hut ab, mehr davon, gerne mehr davon, traut euch, wenn da sowas Gutes bei rauskommt, dann lohnt sich das Ganze auch, ja. Genau, das Ganze ist jetzt seit dem 22.08.24 von der Busch Media Group einmal auf Blu-ray hier im Keepcast rausgebracht.
Und auch einmal auf DVD im Keepcase. Für die, die das auch interessiert, natürlich. Ne? Gibt es das auch? Ja, für alle, die jetzt hellhörig geworden sind, ich habe bei mir in der Beschreibung wieder die Verlinkung zur Busch Media Group Homepage. Da gibt es dann auch noch ja, weitere Bilder, Kurzinfos, Trailer und so weiter. Oder halt auch auf der Facebook-Seite, die ich in der Beschreibung hier unten verlinkt habe, von der Busch Media Group. Genau, guckt da gerne mal rein für die, die Lust haben. Ich hoffe, ihr konntet mit der Review was anfangen, seid ein bisschen schlauer geworden, was den Film betrifft. Vielleicht habt ihr den ja auch schon gesehen, könnt ihr mir auch mal die Meinung von euch unten in die Kommentare hauen, würde mich mal interessieren, wie ihr den so fandet. Oder für die, die ihn nicht gesehen haben, vielleicht ist das jetzt nochmal ein Anstoß zu sagen, okay, doch, dann gucke ich mir den jetzt auch mal an. Alles klar, ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken und sage einfach mal bis zum nächsten Mal, euer Blockbuster. Ciao.